Nach dem Terroranschlag von Christchurch trauert Neuseeland um die mindestens 50 Todesopfer. Im ganzen Land gab es Gedenkveranstaltungen. Die Familien der Opfer bereiten sich darauf vor, die Toten zu beerdigen. Allerdings dürfte es noch bis Mitte der Woche dauern, bis die Leichen freigegeben werden. Unter den Opfern ist Naeem Rashid. In dem Video, das der Angreifer von seiner Tat gemacht hat, ist zu sehen, wie Rashid den Schützen versucht umzuwerfen. Ich bin stolz auf meinen Bruder, auf die Art und Weise, wie er starb. Ich wünschte, ich könnte auch so sterben. Er war ein tapferer Mann. Er hat versucht, andere zu retten, bevor er selbst starb. Die Polizei wies am Wochenende Vorwürfe zurück, sie sei nicht schnell genug am Tatort gewesen. Nur 6 Minuten seien nach dem Notruf vergangen, hieß es. Die Polizei zeigte im Moment erhöhte Präsenz in Christchurch. Alle gehen hier sehr normal miteinander um. Ich denke, sie wissen, dass diese Männer Helden sind, auch wenn sie sich selbst nicht so bezeichnen. Sie stellen sich in den Weg, um weitere Angriffe zu stoppen. Und ich bin sicher, sie haben bereits weitere Angriffe gestoppt. Mehr als 30 Menschen liegen derzeit noch im Krankenhaus, teils mit lebensgefährlichen Verletzungen. Dem 28-jährigen Täter vom Freitag droht nun lebenslange Haft wegen vielfachen Mordes. Er wurde am Samstag offiziell vor Gericht der Tat beschuldigt.